Wenn du aufhörst, besser zu werden, hörst du auf, gut zu sein. So lautet ihr Lebensmotto. Warendorf alle Jahre wieder, die Deutsche Meisterschaft der jungen Pferde, das Bundeschampionat. Annabel Frenzen ist Stammgast hier. Selbst gezogene Pferde machen das Bundeschampionat für sie zu einem besonderen Erlebnis. Ganz besonders wird das, wenn sie ihn zeigen darf. Silberstern, 6 Jahre jung. Das ist eine ganz große Zukunftshoffnung und ein Pferd, auf dem wir ganz viel bauen und dem wir als Familienmitglied, weil wir auch selbst gezogen haben, ja, total schätzen. Sie wollte mit ihm zur Weltmeisterschaft der jungen Pferde nach Ermelo. Doch bei der letzten Sichtung machte ihnen der Wettergott einen Strich durch die Rechnung. Da fing es an zu regnen, als wir gerade auf dem Abreiteplatz gekommen sind und alle Leute machten ihre Schirme auf. Das hat ihn so erschrocken, dass ich ihn nicht mehr zu mir bekommen habe. Ein Rückschlag, der kreativ macht. Papa ist jetzt jeden Morgen mit Silberstern, mit einem Schirm, jeden Tag eine andere Farbe über den Hof spaziert und spazieren gegangen. Ich habe versucht, da rumzureiten, habe Schirme in die Halle gelegt. Wenn man das übt und denen die Angst davor nimmt, dann kann man die hoffentlich auch davon überzeugen, dass es halt nicht so schlimm ist mit so einem Schirm. Der Ausbildungsplan ist klar. Silberstern soll im kommenden Jahr seine ersten S-Dressuren gehen und ein Grand Prix-Pferd werden. So wie Cristobal, mit dem sie Europameisterin der jungen Reiter war und beim CAIO in Aachen startete. Chrissy, wie sie ihn nennt, genießt mittlerweile seinen Ruhestand auf der Reitanlage der Familie Frenzen in Krefeld. Kein Grand Prix-Pferd mehr heißt auch aktuell kein Platz in der Deutsche Bank Reitsportakademie. Sie bleibt der Akademie dennoch verbunden, allein schon durch das Mini-Menti-Projekt. Dort werden gezielt Amateurreiter gefördert. Steffi Kemper ist mein Mini-Menti, obwohl sie, glaube ich, sogar älter ist als ich. Aber ja, das ist ein total nettes Mädel. Wir haben uns super gut verstanden. Die war 3 Tage zum Training bei mir. Einfach tolles Konzept, was die Deutsche Bank da auf die Beine gestellt hat. Ihr persönlicher Plan steht. Sie möchte beides sein. Dressurreiterin und Vollblutärztin. Zum Jahreswechsel fängt sie in der Unfallchirurgie an. Das Krankenhaus, wo ich anfangen möchte, ist 10 Minuten von uns entfernt. Und ich glaube, das ist alles optimal, sodass ich das hoffentlich gut kombinieren kann. Die Kombination mit ihrem Silberstern lässt hoffen. Sie weiß, sie braucht eine gute Mischung aus Ehrgeiz und Geduld. Dabei ist die Richtung klar. Ich habe halt Träume und Ziele und hoffe, dass das halt klappt, ganz oben mitmischen zu können. Frei nach dem Motto, wenn du aufhörst, besser zu werden, hörst du auf, gut zu sein.